Und dann könnten wir mit der starken neue starke Dings machen. Ah, okay. Ich glaube zu verstehen, wie das funktioniert hier. So, jetzt müssen wir da aber erstmal runter. Ich könnte aber Pistolenmunition gegen gegen Brennstoff eintauschen. Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Das ist natürlich auch total der Mumpitz, dass wir das jetzt mit uns rumschleppen. Schlecken. Machen wir denn da? Sag mal, machen wir. Soll ich Pistolenmunition? Nee, mache ich nicht. Mache ich nicht. Ich gehe nochmal zurück. Sorry, aber ich gehe echt nochmal zurück. Da will ich ein bisschen, da bin ich ein wenig geizig. Naja. Patsch. Mal den Shortcut mit der F-Taste benutzt wieder. Was ich übrigens extrem angenehmer finde als das. Das ist bestimmt für VR, oder? Kann man die anrufen? Jetzt? Nee, ne? Wir wissen ja gar nicht, welche Nummer. Wir wählen ja gar nicht. Wir gehen ja nur ran. Das ist ja nur ein Haustelefon. Juti. So, das heißt, wir packen das Schatzfoto. Wir erinnern uns, eine Toilette mit Kippen. Und wir packen die Pistolenmuni. Wieso habe ich denn so wenig? Ach so, das ist... Ja gut, 15 Schüsse, die sind natürlich schnell verballert, ne? Ich lasse das Spaltmittel mal hier und ich lasse... ich lasse einfach das auch hier. Und eins davon. Und den Brennstoff nehme ich mit in der Hoffnung, wir finden noch was. Habe ich denn hier überhaupt noch was? Das wäre ja auch interessant zu wissen. Ich kann nicht scrollen. Doch jetzt. Wir haben hier noch... Ah, wir haben noch eine flüssige Chemikalie. Guck mal. Dann nehmen wir die mal mit. Kann ich die auch von hier kombinieren? Ja. Perfekt. Das heißt, die da drauf. Dann haben wir wieder Brennstoff. Wir haben hier eine starke. Wir haben das... kann ich die auch hier sortieren? Die kann ich nicht sortieren. Das ist... Die stacken auch nicht, oder? Ne, dann hätten die ja schon hier gestackt. Jetzt sind die aber beide unten, ne? Genau. Die Kurbel, eine defekte Pistole haben wir. Verbesserte Pistolenmunition, einen Schuss. Na, das ist eigentlich ganz gut, dass der hier drin ist. Schießpulver haben wir. Wir könnten also noch Muni machen und dieses Psychotonikum, was ich irgendwie gar nicht benutze. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie. So, ich mache nochmal ein Save. Sparen wir uns den Kladderadatschen. Jetzt können wir mal gucken, was Käferalte macht. Vielleicht kann die mir den Frosch aus dem Hals zaubern. Ah ja, hier. So. Okay. Diese eine Tür, die war schon seltsam mit der Lampe, oder? Da kommen wir ja auch nochmal zurück, aber... passt da denn noch was rein? Ja. Sehr gut. Ich kann noch schnell wechseln. Dann hüpfen wir mal runter. Es wird gespeichert, die Lampe geht an. In der Reihenfolge oder ähnlich. Ganz ähnlich muss es sich zugetragen haben. Und wir haben eine Tür gehört, als sie gegangen ist, also lasse ich die Tür erstmal zu und wir schauen uns hier um. Hier ist ein Klo. Hier sind aber keine Kippen, ne? Ne. Kerzen. Was ist das denn hier? Ein Tor versperrt den Weg. Ach so. Ein Tor versperrt den Weg. Jetzt frage ich mich gerade, kann ich dieses Tor mit dem Flammenwerfer lösen? Ich will es aber auch gerade ungern ausprobieren. Guck erstmal weiter. Ja, wow. Ah.
Pistolenmuni, yeah. Da haben wir es echt ordentlich von. Da komme ich nicht rein. Bei näherer Betrachtung will ich das eigentlich auch gar nicht. Sollen wir es mal ausprobieren? Das sieht nicht so aus. Das sieht ziemlich feuerfest aus. Und guck mal, jetzt haben wir gerade Zahlen. Perfekt. Einwandfrei, ihr seht das, ne? Genau, ich bin unten links. Ach, guck mal an. Was ist das denn? Ach, schon wieder so ein Psychogedönsikum. Auch von der anderen Seite verschlossen und... Ich glaube, sie ist oben. Hier hätten wir Spinnen an der Tür gehabt. Und da sind auch Spinnen, aber die werde ich mal... Die werde ich einfach mal wegbrutzeln. Und die sicherheitshalber einfach auch. Alle weg, oder? Ja. Guti. Oh. Jetzt aber. Was haben wir denn hier? Flintenmuni, starke chemische Flüssigkeit. Und jetzt würde ich am liebsten schon wieder speichern gehen. Oder sich irgendwas kombinieren. Nö, ne? Brauchen wir noch nicht. Tür im alten Haus, erste Obergeschoss öffnen, Margaret besiegen und ihre Laterne nehmen. Ach, der, ach, die, der ihre Laterne, ist das okay? Wo wir, ich bin immer noch der Meinung, wir könnten einfach ziehen. Bis das Ding aufgeht. Dann die Tür, habe ich ja schon gesagt. Naja. Materialien für Serum, den Arm im alten Haus, erstes Obergeschoss. Ich höre nur altes Haus. Na gut, wir gehen gucken. Nicht mit mir! Wir werden das klären! Hallo? Na, die sieht ja ekelhaft aus. Die sieht ja ekelhaft aus, aber hier bringen die Kugeln auch wieder was. Was sagt denn eigentlich unser... Nee, falsch. Hier. Auch noch grün. Kommt jetzt wieder irgendwo. Oh. Das macht mich auf jeden Fall wahnsinnig, deswegen... Wow! Alter! Na gut. Festbrennstoff, Heilkraut. Wo bist du? Margaret besiegen. Na super. Oh, schon wieder so ein Vieh. Wo bist du denn? Sei doch nicht so, Ethan. Zeig dich. Ja. Bin da. Ich werde dich überhaupt nicht vermissen. Komm mal mit mir. Wir werden das... Och Mann, was sind das? Oh. Brennkraftstoff. Sehr angenehm. Danke dafür. Das ist doch das mit dem Tor, oder nicht?
Oh, komm her. Noch was? Nee. Ein kleiner Süßer. Du weißt, ich werde dich schließlich finden. Ja, ja. Kleiner. Bleib doch hier. Bla 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 bla. Aua. Hallo? Ich erwisch die doch volle Möhre. Autsch. Naja. Ich werde dich auf jeden Fall jetzt erstmal ordentlich beraten. Ist das richtig, was ich hier mache? Anscheinend nicht. Toll. Ich nehme mal Ette. So, ich muss mich eben kombinieren. So. Da ist doch schon wieder so ein... Toll, da oben ist jetzt... Da oben fliegen sie jetzt und wir haben hier kein... ach doch. Alter, was hier los ist. Das lohnt sich ja richtig hier. Wo ist sie denn jetzt? Aua! Ach, scheiße! Ja, super. Hä? Wo bist du? Sie kommt doch jetzt wieder, oder? Also außer... Ah, da ist sie, ja. Außer draufhalten habe ich gerade keine wirkliche Strategie. Lad nach. Jetzt latscht die wieder da lang. Oh, komm her. Oh, aua. Komm in den fetten Arsch. Die nervt. Und wie die nervt. Das hat immer noch nicht gereicht. Brennkraftstoff, das ist sehr gut. Können wir uns mal nach oben trauen. Hoffentlich. Oh. Ja. Das ist ja herzallerliebst. Sag mal, willst du mich verarschen gerade hier? Hab dich! Hab dich! Mach dir nur keine Sorgen! Wahahahahaha. Ich renne. Ich sollte vielleicht mal da hinten gleich in den Schrank gucken. Und... Wo bist du? Ich glaube da. Wow. Halt nicht deinen Arsch hier hin, komm rum. Wo ist sie denn? Wo bist du?
Wann? Fuck. Da oben. Okay, sie ist doch gerade wieder runtergekommen, oder? Komm mal runter, Alte. Wo ist sie? Da. Das gibt es doch nicht. So. Die ist gerade mal kurz weg. Kommt sie wieder? Was gurgelt denn da so? Ach so. So, ich würde gerne eine... Kann ich das? Kann ich, sehr gut. Wo bist du? Schon wieder so einer. Fuck. Aber nicht tot, oder? Nein, nicht... Uah, war gleich. Aua! Mann, lass mich doch nochmal heilen. Die nervt. Und wie die nervt. Ist sie jetzt tot? Anscheinend nicht. Die dumme Sau. Komm her. Aua. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Weil ich nämlich jetzt gleich weder Heilmöglichkeiten habe, noch irgendwie Muni. Ich bin stark verwundet. Und da ist sie schon wieder. Jetzt kommt wieder so ein Vieh. Okay, das könnte sich wieder ziehen, Leute. Weil, weil das hier doch schon ziemlich entriegelt. Ah, fuck, ey. Du willst mich wohl verarschen. Ja, da mache ich doch nichts gegen, ne? Dann werden wir jetzt einfach mal... Einfach mal sterben. Wieso steht denn da You are dead? Stand da nicht immer, sie sind tot? Naja. Och, ey, das darf doch nicht wahr sein.